Release 210 ist auf dem Test-Server und damit meldet sich der Prägeran zurück aus der Welt von Drakensang Online. So, wir befinden uns hier gerade auf dem Test-Server und man sieht hier unten Release 210 ist dort schon aufgespielt. Ich habe mich da jetzt seit ca. 20 Minuten umgeschaut, was hier so neu ist. Vieles konnte ich eigentlich nicht entdecken, also wie erwartet bin ich jetzt einmal hier zu den Werkbanken hingehe. Man kann weder die Tränke noch die Edelsteine craften, das heißt, das bekommt wahrscheinlich mit einem zukünftigen Release und beim Premium-Händler ist auch noch nichts Neues dazu gekommen. Aber was bringt das Release jetzt an? Als allererstes habe ich gefunden und zwar sieht man hier einen Neuzugang. Hier gibt es neue... Hüpp, willst du da bleiben? Hallo, so. Neue Reittiere. Und zwar gibt es hier ein gepanzertes Walross. Das gibt es jeweils hier als gepanzertes beigefarbenes Walross. Dann gepanzertes braunes Walross und ein gepanzertes schwarzes Walross. Wobei ich sagen muss, das schwarze sieht eigentlich am besten aus. Fällt unter Kategorie wilde Bestien. Hat wie das andere Reiter seinen normalen Attack Speed. Wobei ich mir bei den Dingen das nicht irgendwie vorstellen kann, dass man mit denen relativ schnell ist. Aber ja. Dann kommt mit dem Release hier ein riesen Sturmball. Das heißt, da hat man, ähnlich wie bei dem Fass, ist wahrscheinlich dieselbe Animation, wie man sieht. Da daumt der Charakter oben so ein bisschen herum. So ein riesen Fußball, mit dem man in der Gegend herumrollen kann. Ansonsten habe ich dann, und unter anderem, man sieht jetzt dann hier auch, sehe ich gerade Sturmball. Das habe ich vorher noch nicht entdeckt und zwar gibt es hier Trikots von Russland, von Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay, Portugal und so weiter und alle Länder mal durch. Mal schauen, was es sonst noch gibt. Japan, Kolumbien, Belgien, Panama, England, Polen, okay. Ist hier Österreich und Deutschland auch vertreten? Müsste er eigentlich, zumindest mal Deutschland. Na, was ist Schweiz? Ach, Schweiz ist weiß, okay. Australien, Frankreich, Iran. Ja, da war jetzt Deutschland nicht dabei, okay. Das ist das Sturmball-Event. Wie genau das getriggert wird, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich kann nur mal ganz kurz hier in, sagen wir mal, in die große Wüste gehen. Ja, okay, zahle ich halt die Reisekosten. Hier ist auch nichts. Also, wie bereits gesagt, bei den Kostümen, bei Sturmball, das Ganze... Ah, okay, das gibt es jetzt mit Emoticons auch. Emoticons, also hier jeweils die Länderfahne, die was dann geschwungen werden in groß und in klein. Hier das Ganze auch nochmal in groß und in klein. Hier ist dann auch eine Deutschlandfahne dabei. Ich vermisse ein bisschen die Österreich-Fahne. Wo ist Österreich? Pickpoint, wenn jemand von euch das Video sieht. Ich hätte hier gerne Österreich-Fahne, sofern ich die jetzt hier nicht übersehen habe. Naja, egal. Gehen wir mal unten durch. Das Ganze starten wir oben nochmal mit den Kostümen. Das Ganze gibt es hier unten als Eventfortschritt, wo man irgendwas sammeln muss. Wahrscheinlich die Kostüme dann im Sturmball-Event. Und dann gibt es hier unten einmal legendäre Ausrüstung, einfacher Edelsteinbeutel, 1000 lila Essenzen, zweimal einfacher Edelsteinbeutel, zwei Amphorenschlüssel, 2500 rot, Schlüssel des Heldenmodus, Amphorenschlüssel, 2500 rot, Sturmball hochhalten, das ist ein Emoticon, das zeige ich gleich mal her, und den riesen Sturmball, das war das Reittier, und zwar diesen Sturmball hochhalten, das war das Ding, wo der Charakter mit einem Fußball gespielt hat, den weggeschossen hat und eine Scheibe eingeschossen hat. Dann das Ganze gibt es natürlich hier auch mit den Fahnen. Hier gibt es Dietriche, blaue Essenzen, legendäre Ausrüstung. Dietriche, blaue Essenzen, legendäre Ausrüstung. Lila Essenzen, Dietriche, Schlüssel des Heldenmutes. Festliche Sturmballtröte. Wo haben wir es denn? Ist auch ein Emoticon. Das ist das Ding hier, wo der Charakter eine Tröte auspackt und damit in der Gegend herumtrötet. Amphorenschlüssel, rote Essenzen und hier Rune der Härte, Mana-Kosten reduziert um 2%. Die kommen natürlich in die Handschuhe rein.
Bei den Reittieren ist ansonsten nichts zugekommen, bis auf den Ball und die beiden Walrosse, was ich hier gezeigt habe. Und bei den Bets, die kann man hier gleich mal hinzufügen, ist hier auch alles gleich geblieben. Dann die zweite Änderung, was ich mit dem Release gefunden habe, ist das hier. Die Großwildjagd ist wieder angesagt. Und was ich hier interessant finde, also für alle Besetzer sehen, es gibt wieder den Mortisdrachen, es gibt den Knochen-Gentleman und es gibt den Himmelsdrachen. Bei den Reittieren der Mortisdrache, das ist das gute Ding hier. Bei den Kostümen der Knochenmann, das ist der gute hier. Und bei den... Der Himmelsdrache ist das hier, wo einer so ein japanisch-chinesisch-asiatischer Drache umwirbelt. Gab es beim Geburtstagsevent, wird es wahrscheinlich heuer auch wieder geben. Und zwar die Großbildjagd. Man sieht hier unten 1 Million Eventfortschritt. Dann gibt es hier unten Drachen 50, 75, 115, 145, 175 und 200 Drachen. Drachen sind hier nebenbei. Es geht um den Hauptfortschritt. Und zwar gibt es hier Dietriche. Einmal 75, dann 2000 Rot. Kiste der Veredelung, sind 3 Ausrüstungsveredler drin. Ein strahlender Edelsteinbeutel, 15 mächtige Seelenwächter. Ein Kleeblatt. Kiste des Bündnisses. Diese Kiste enthält das Band des Bündnisses. Ist ein Set, braucht man nicht unbedingt, aber ja. 125 Dietriche, perfekter Edelsteinbeutel, 2 Kleeblätter, 2 perfekte Edelsteinbeutel. Kiste des Wüstenfuchses. Der Wüstenfuchs, das war ein Bett. Ich muss mal kurz schauen, was bei. Das ist das kleine Ding hier, gibt 10% mehr Lebenspunkte und die Betäubungseffekte werden reduziert. Dazu sind hier noch 3000 Essenzen und 40 Dietriche drinnen. Hier gibt es wieder 10 Kleeblätter, 3 Kleeblätter, dann perfekter Edelsteinbeutel, 5 Kleeblätter, perfekter Edelsteinbeutel und zum Schluss Kiste des gepanzerten Walross. Diese Kiste enthält immer eines der folgenden Reittiere: gepanzertes schwarzes Walross, gepanzertes braunes Walross, gepanzertes beigefarbenes Walross. Man sieht, das Schwarze hat die geringste Chance, sowie eine mächtige Rune der Macht. Da muss ich leider noch mal ganz kurz in die Stadt schauen, weil ich jetzt ja nicht genau weiß, was die Rune der Macht war. Habe ich leider vergessen, welche das jetzt genau war. Mal ganz kurz schauen bei dir. Ja, da ist die mal nicht dabei. Das heißt, dann schauen wir mal beim Gnob. Mal hier mal ganz kurz beim Sturmball reinschauen. War das die? Das war Rune der Härte. Weil ich weiß leider gerade überhaupt nicht, was die Rune der Macht war. Hast du die im Angebot? Rune der Macht. CA 10% erhöhter Schaden auf diesen Gegenstand. Das heißt hier, eine mächtige Rune der Macht, das wird dann höchstwahrscheinlich die letzte sein. Die 40er. Dann, wie schaut es bei diesem Eventfortschritt aus? Die Großwildjagd, wer es noch nicht kennt. Es ist an der Zeit, Jagd auf die schlimmsten Bedrohungen Drakanis zu machen. Besiege in allen Dungeons. Beginnend mit den Schwierigkeitsgrad schmerzhaft, mit Ausnahmen der Zwischenwelten, Gebietswächter und Bosse und um Jagdabzeichen zu sammeln und an der Tombola teilzunehmen. Tombola ist das. Und zwar jeder, was hier mitspielt, das heißt mit einem Eventfortschritt, machst du hier schon mit. Je mehr du hast, desto höher ist die Chance, hier etwas zu gewinnen. Pro Instanz werden in der Woche nach Ende des Events 3 Gewinner ausgelöst. Der Gewinner werden auf Facebook und im Drakenfang-Forum bekannt gegeben. Instanz ist gemeint pro Server, das heißt pro Server gibt es 3 Gewinner und ich kann ja mal ganz kurz herzeigen, wie das Ganze läuft. Weil hier ist er gestanden auf schmerzhaft, Zwischenwelt zählt nicht. Boah, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Kommt es mir nur so vor oder haben die Map hier größer gemacht? Ich glaube, es kommt mir so vor. Und zwar, 1 Million Eventfortschritt ist eine Hausnummer und beim letzten Event war das so, wenn du einen Eventfortschritt gesammelt hattest, dann
hast du einen Buff bekommen, dass du beim nächsten Mal einen höheren Stapel hattest. Das Ganze war, glaube ich, bis zu 1000% stapelbar, dass das um die, weiß nicht, ich glaube 3000% Eventfortschritt waren oder sowas. Habe ich höhere Essenzen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich den Bardo so schaffe. Na komm, lauf ein bisschen schneller. Zap, zap, zap. Balor kann ich rein. Hier auf Schmerzhaft habe ich einen Schlüssel. Hierfür nicht betreten. Ne, das kann jetzt aber was werden. Schauen wir mal, ob wir den guten hier runterbekommen mit meinem Magier. Vor allem, wenn ich nicht sehe, ist natürlich noch um einiges einfacher. Habe ich kein Rot oder irgendwas rumliegen? Was bist du? Mehr Lebenspunkte. Ach, hier sind die Skills nicht ausgefüllt. Und mich wundert schon, warum hier ich keinen Schaden mache. Jetzt geht's, die ganzen Skills wurden zurückgesetzt. Das ist natürlich des Rätsels Lösung. Hab keine Zeit mehr reduzieren, dass ich einen Buff herbeiholen kann. So, und man sieht hier liegen Herodo vernichten. Ja, man sieht hier liegen 300 Jagdabzeichen. Wenn ich die jetzt an hier einsammle, kommt hier ein Buff. 10% Stapelgröße für gefundene Jagdabzeichen. Dieser Effekt ist bis zu 100 Mal stapelbar. Das heißt, man hat am Ende 1000% mehr. Was ist das? Okay. 1000% mehr. Dieser Buff hält eine Viertelstunde. Natürlich ist das hier immer so, je höher man den Mode macht, desto mehr Eventfortschritt bekommt man. Schon mal hier rausgehen, weil die Musik wird wirklich laut. Das heißt, für alle, die was hier bei dem Event. Ah, hier sind schon die ersten mit den Kostümen. Das heißt, für alle, die da großartig mitwischen wollen, die sollten hier. Jetzt kann man kurz bei denen schauen, ob es hier die Kostüme zum Kaufen gibt. Die sollten jetzt dann noch ein bisschen viel FGI farmen. Da gibt es auch die Wissensrune unter anderem aus der Kiste. Damit kommt ihr auch die Schlüssel. Und mit den Schlüsseln kommt ihr dann hunderte Mal zu Balor rein. Also es ist nicht von schlechten Eltern, wenn ihr nur mal eine Hausnummer 1000 Schlüssel auf Lager habt. Weil dieses Event schenkt euch wirklich viel. Nur zum Vergleich hier 1, 2, 3, 4, 5 perfekte Edelsteine, einen strahlenden 10. Kleeblätter, jede Menge Draken und. Also das ist so ziemlich eines der besten Events, was es gibt. Ich glaube, das gibt 14 Tage. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr noch was gefunden habt, was ich hier in dem Video jetzt nicht erwähnt habe, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen und würde einfach sagen, es geht beim nächsten Mal weiter.